grüße euch. Heute Abend bin ich hier in der Keithstraße, Berlin-Schöneberg. Das ist Schöneberg, ne? Okay. Charlottenburg-Schöneberg, so. Okay. Hier gab es doch letztens eine Geiselnahme mit Todesfall. Es ist nicht lustig, aber ich habe gerade einen Kollegen hier getroffen, der meine Videos guckt. Ein Taxifahrer übrigens. Er will selber nicht gesehen werden, aber er meinte, komm, steig mal ein und ich zeig dir ein bisschen die Gegend. Wollen wir kurz in die Keithstraße, Bruder? Natürlich. Perfekt, perfekt, Bruder. Keine Sorge, ich achte drauf. Kein Kennzeichen und kein Gesicht. Wie du? Ah, nach Kolum. Wie geht's dir sonst, Bruder? Alles gut? Danke, bei dir, Bruder. Heftiges Taxi, Bruder. Sieht nagelneu aus. Ja, ist schon. Ja, ist nicht nagelneu, bei 100.000 ist, ja. Bei 100.000 ist, aber sieht neu aus, ja. Deine Ausstattung und so, alles drum und dran. Auf jeden Fall fahren wir jetzt in die Keithstraße. Wir fahren jetzt an der Keithstraße entlang mit dem Kollegen. Und du hast auch nichts gehört, ne? Ich höre jetzt von dir jetzt diese okay. Geschichte. Weil guck mal, hier ist Polizeistelle sogar und die Leute machen sowas. Ich habe gerade eine Polizeistelle an der Seite gesehen. Was ist hier los, Bruder, in Berlin? Berlin ist schon schlimm, ja. Ja, vielleicht kann man ja fragen. So nebenbei nochmal so passen. Aber Keithstraße ist doch nichts, ja? Da ist doch gar nichts, Bruder. Was soll hier passiert sein? Die Häuser ausgeraubt oder was? Vielleicht in einer Wohnung irgendwie ein paar Minichtes oder irgendwas. Ah, aber guck mal, hier ist abgesperrt, siehst du? Frag mal ganz kurz den kleinen Mann hier, den jungen Mann. Genau, genau, einer auf den. Der Six macht alles unsicher hier. Entschuldigung, junger Mann. Hallo? Entschuldigung, mein Sohn. Hallo? You speak English? Ukrainer? Kleiner Hund, Alter. Ja. Was für ein Typ, Alter. Hat er Angst, meinst du, oder was ist mit dir los? Nee, er hatte keine Lust, bestimmt. Keine Lust, zwei Kanaken am Steuer, oder was? So, so. Was sind das für Menschen hier, Bruder, geworden? Was ist denn passiert in Berlin? Sag mal ehrlich jetzt. Gut, wir gehen weiter. Auf jeden Fall in der Keithstraße gab es einen Überfall mit... Warte mal, ganz kurz, die zwei. Ganz kurz. Entschuldigung? Verzeihung? Aber eine Frage. Wo war denn hier der Vorfall? Mir wurde gesagt, in der Keithstraße. Bitte was? Hier war doch ein Vorfall letztens. In der Keithstraße. Das war gestern. Ja, für Berlin ist das schon alt. Ja. Und genau. Was gibt es denn hier zu holen? Nein, ach so, was gibt's denn? Was waren da? Überfall? Antiquitäten. Ach, Antiquitäten. Ich wollte schon sagen, hier ist so eine ganz normale Wohnsiedlung. Nee, weiter, okay, alles klar. Dankeschön, danke. Das ist ja nett. Aber die Leute waren wenigstens sehr, sehr kommunikativ und nett, Freunde. Ihr habt es gerade gesehen. Antiquitäten? Meinst du, da kann man viel holen, Bro? Ich denke nicht. Meinst du, der Laden weint, wenn ich ihn zeige? Ich weiß es nicht. Ja. Die sind ja auch öffentlich. Jeder kann doch herkommen und einen Zeitungsbericht lesen. Ja. Ja. Antiquitätenladen. Wo soll der hier sein? Mit Geiselnahme, hast du gehört, die Zeitung? Also meine Frau hat mir das heute erzählt. Mit Geiselnahme und einer wurde erschossen. Krass. Also was war da so wichtig? Weil die war so teuer oder was? Oder was auch immer da geklaut hat, was denkst du? Ich weiß auch nicht. Verrückte Welt, Bro, was sagst ja, du? Ja, verrückte Welt auf jeden Fall. Das ist ja nicht normal, die Bro. Die Welt ist schon schlimm, ja. Eine Ming-Vase wahrscheinlich, Ming-Dynastie oder sowas. Ich habe gestern nur türkische Nachrichten geschaut. Ja. Das ist D6, Bro. Ja. Ich habe zwei Schießereien gesehen. Das, also wirklich, die Welt ist schon sehr schlimm. Also es geht manchmal langsam runter, sagst du, ja? Ja, aber also Deutschland ist schon, finde ich, sehr sicher. Ach, Deutschland ist noch sicher, ja, klar. Ist natürlich. Noch sicher, ja. Machen wir uns auf den Weg nach dem Antiquitätenladen. Was machst du zurzeit? Du bist gerade am Arbeiten, dumme Frage. Ja, oder schon feiern? Nee, sag mal, heute. Du chillst ja richtig deine Eier, mein Lieber. Du bist ich der Beste. Eier. Du bist der Beste, Bruder. Du. Was ist das, Digga? Das, was für ein Laden, Digga? Guck mal hier. Ist eine Baustelle. Heftig. Keithstraße. Heute mal ein Taxi-Vlog, Alter. Ja. Hat der Antiquitätenladen gleich zugemacht? Ich sehe nur iPhone-Werbung. Oben auf dem Dach, Alter. Hans Böckler. Ja, oder? Ja. Oder? Ja. Wo ist der Antiquitäten? Entschuldigung, wo ist denn dieser Antiquitätenladen hier? Was war hier hinten? Wo ist gestern überfallen worden? Ja, ich will gucken, ich habe nicht gefunden. Ist hier drin? Ja, ja, hier war das. Ach, hier rein? Nee, nee, du bist auf der richtigen Straße. Alter, was geht da? Dankeschön, danke. Was geht hier ab? Okay. Ich hab dich nicht gesehen, hast du ihn gesehen? Ich hab dich auch nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen, Bruder. Ich weiß ja. Hier rein. Was ist das hier? Expresso Bar. Expresso Bar. Sieht aus wie ein Puff, Digga. Der Kollege lacht gleich. Ah, hier, Antiquitäten. Ach, das Ding.
Bruder, ich danke dir auf jeden Fall. Ich danke dir auch, Bruder. Nett, nice für mich, dass ich dich mehr kennengelernt habe. Ja, oder? Dich auch. Bro. Was machst du? Guckst du öfter oder guckst du ab und zu? Ich guck schon, also. Ich guck schon. Okay. Ich wünsche dir alles Gute, Bruder. Alles der Beste der Welt. Wer positiv, ja natürlich. Wer positiv ist, kommt auch positiv an. Ja, mach schnell mal. Ja, genau. Perfekt, Bruder. Perfekt, ganz viel Liebe an dich, Bruder. Danke, dich auch, Bruder. Mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Pass auf dich auf, ne? Danke dir auch. Ciao, ciao, Bruder. Heftiger Typ, Bruder. Taxifahrer. Ja. Ciao, mach's gut. Ja, und hier ist die Gegend. Das ist hier sozusagen die Gegend, wo es hier rund ging. Aber voll unscheinbar so. Hier ist irgendwie gar nichts los. So. Ich meine, wie teuer muss die Vase gewesen sein, dass man sowas macht? Ich meine, come on, Bro. Er hat dann noch mit seinem Leben bezahlt, der eine Typ dann. Ne? Heftig. Warum piept das hier so, Bro? Also, hier soll es gewesen sein. Und keine Ahnung, wie wertvoll eine Vase ist. Oder was auch immer der wollte. Ja, hat sich anscheinend richtig gelohnt für ihn hier. Ja. Ja. Wir sind direkt davor. Das ist der Antiquitätenladen. Und ich sehe jetzt aber auch keine Spuren und kein Blut auf dem Boden. War anscheinend, war es ihm wert, das Ganze hier durchzuziehen. Keine Ahnung, was kostet denn so eine Vase? So, also ich meine, was auch immer der hier gesucht hat. Hier ist so ein Durchgang, hier sehe ich. Auch eigentlich eine sehr ruhige Stelle hier. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Der Lieferant hier im Handy gerade stecken geblieben, Alter. Das ist eine sehr ruhige Ecke. Ja, nichts Besonderes an sich. Haben Sie schon Feierabend? Nein. Achso, okay. Heftiger Typ. Okay. Ach, hier, guck mal hier. Hier nebenan Hans Böcklerhaus. Okay. Mich würde interessieren, was es da zu holen gab. Was gab es da zu holen? Dass der Kollege da, dass die da zwei da reingegangen sind. Heftiger Ort hier. Was auch immer das hier ist, Bro. Hier sehen wir noch so ein bisschen Holz, was abgeholzt wurde. Und der Antiquitätenladen ist natürlich zu jetzt. Warum auch immer halt, ne? Ja. Wir waren hier, Freunde. Gegenüber ist eine Baustelle so. Auch so unscheinbar. Als warum unbedingt diese Ecke? Weil hier ist ja gar nichts. Was ist da drin? Dass es so wertvoll ist, verstehe nicht. Das war hier. Hier? Ja, ja, ich bin extra auch gekommen, um zu schauen. Das war dieser Laden, aber gucken wir jetzt ausschauen. Als wäre, weißt du, wie wertvoll muss diese Vase drin gewesen sein, dass sie sowas machen? Krass, ja. Oder was war da drin? So. Ja, was mir auffällt, ist natürlich eine Antiquitätenladen nach dem anderen. Antik. Ja, also hier gibt es einiges. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Wie teuer muss da irgendwas sein, was da drin ist, was der Typ sagt, ey, ich opfer jetzt mein Leben für. Das kann doch nicht sein, Alter. Mein Name ist Six, all in the mix. Danke fürs Zugucken. Abonniert doch bitte diesen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Daumen nach oben. Mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Falls ihr mir weiterhelfen wollt, könnt ihr mich natürlich unterstützen. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ich war hier. Ja, der rasende Reporter vor Ort. Jetzt sieht das Ganze hier natürlich nach nichts aus. Hier Geiselnahmen und Co. Ist ja schon lange nichts mehr. Ja. Und ja, soll wohl richtig rund gegangen sein, gestern Abend, um dieselbe Zeit. Ja, da kommen auch ganz normale Leute raus. Das sind teure, ultra teure Wohnungen hier, Bro. Ich weiß nicht, wer sich das leisten kann. Ja. Schaut euch das an. So Luxus, ne? Also komplett Luxus. So, ich habe meine Abmoderation gemacht. Auch hier die Gebäude hier, ne? Schaut mal. Auch teuer. Das sind teure Gebäude. Der Kudamm. Guck mal, allein der Eingang, ne? Schau mal, der Eingang allein. Ja. Ja. Wie dem auch sei. Ich bin draußen. Für die Einwohner hier natürlich in West-Berlin ist das wahrscheinlich zu crazy gewesen. Wenn da jemand rumballert, aus dem Nichts kommt da Schüsse oder was, haben sich die Leute auf jeden Fall erschreckt. Ja. Finde ich auch nicht toll, klar.
So, haut rein. Das war's jetzt aber auch. Ja? Bis zum nächsten Video. Schaltet um. Und ja, Six on the Mix. Grüße aus Berlin. Schöneberg. Zwischen Schöneberg und Charlottenburg ist das Ganze hier. Kudamm ist ja eigentlich noch Charlottenburg. Bloß hier sind wir jetzt hier Richtung Wittenbergplatz. Das dachten doch wohl Schöneberg. Hier gibt es drumherum auch noch richtig schöne Wohnsiedlungen. Ich kann nicht verstehen, warum man das hier macht. Ja? Also die Polizei ist doch wirklich in 10 Sekunden hier, Alter. In einer Minute. Etwas unter einer Minute sogar. Die Polizeiwache ist ja auch hier. Da ist so eine Polizeistelle. Ich pack's nicht, Alter. Was? Ich check's nicht bei den Leuten so. Ja? Ich check's nicht. Ich kann es nicht fassen. Da ist eine Polizeistelle hier um die Ecke. Die sind unter einer Minute hier. Die müssten nur raus und schnell hierher laufen. Das sind hier, keine Ahnung, 200 Meter, Mann. 300 Meter. Naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wunderschöne, tolle Siedlung eigentlich. Unbezahlbar. Peace.